Also am schönsten finde ich eigentlich den Kontakt mit den Menschen. Ich war in allen Bundesländern unterwegs und ich habe mit vielen sprechen dürfen, viele teilweise berührende Geschichten auch miterlebt, aber auch mit vielen Menschen Grund zum Lachen gehabt. Also da war viel Schönes dabei. Vor allem in den vergangenen Tagen hat das Thema Dirty Campaigning sehr den Wahlkampf beherrscht. Sie sagen, wir beteiligen uns nicht am gegenseitigen Armbatzen. Ist das nicht auch eine Strategie, um sich immun zu machen, um sich quasi auch gegen konstruktive Kritik zu wappnen? Einfach zu sagen, wir beteiligen uns nicht, egal wie wir kritisiert werden? Also ich mag Diskurs, ich mag Diskussion, aber ich lehne es ab, wenn in der Politik manche versuchen, immer nur den anderen anzupatzen, um sich selbst besser zu fühlen. Das war nie mein Weg. Ich habe in der Vergangenheit immer auf Sacharbeit gesetzt. Ich habe in meiner Politik immer einen neuen Stil verfolgt, nämlich mit eigenen Ideen zu überzeugen und andere nicht schlecht zu machen. Das ziehe ich auch im Wahlkampf so durch und das ist vor allem auch mein Weg für Österreich, sollte ich gewählt werden. Und ich glaube, die Bevölkerung hat diese Streiterei, den Hickhack auch satt. Und insofern hoffe ich, dass wir so gestärkt werden, dass wir diesen neuen Stil in Österreich auch durchsetzen können und dass er vielleicht sogar von anderen übernommen wird.